Na gut. Kann die Musik mal bitte aufhören, so dramatisch zu sein? Danke. Zum Teufel. Oh nein. Ach nö. Was ist das überhaupt? Kassette? Wo denn? Ach, hier dahinter. Oh, weiß ich, drehe mich um und erschrecke mich trotzdem. Das ist. Fuck, Game. Es hat schon Gründe gehabt, warum ich das niemals durchgespielt habe. Ich kam hier niemals hierher. Das sehe ich zum allerersten Mal. Ah, hab ich ja Bock drauf, ey, ganz ehrlich. Ich will gar nicht hier so viel erkunden, bin ich ja jetzt gerade ehrlich. Ich will mich gar nicht vor jetzt. Also. Ihr müsst halt dazu wissen, ich bin ein absoluter Schisser. Mittlerweile geworden. Also, das war damals schon nicht anders. Oder es ist über die Jahre schlimmer geworden. Ja, wie gesagt, das ist über die Jahre schlimmer. Ich muss jetzt mal ganz kurz erklären. Boah, Alter, finde. Ich habe damals auf meinem alten Kanal Dave's Gaming Sender, kleine Storytime jetzt mal, ne? Habe ich damals Dead Space gespielt. 1 und 2. Auch den dritten Teil, aber den habe ich dann irgendwann abgebrochen, weil wir reden von Dead Space 3. So. Das war für mich irgendwie machbar. Warum auch immer, wie auch immer. Keine Ahnung, was ich damals genommen habe. Aber das könnte ich mir heute niemals vorstellen, das irgendwie nochmal anzufassen. Das Remake schon mal gar nicht. Und ich habe damals auch Resident Evil 7 gespielt. Mit Facecam. Das würde ich heute nicht mehr hinbekommen. Ich weiß nicht, was damals war, aber oder warum ich jetzt auf einmal so schreckhaft bin. Aber for fuck's sake. Ja, meine Hose scheitert auch gleich, wenn das so weitergeht. Vor allem, als ich das Projekt angefangen habe, dachte ich mir so, okay, ja, Bioshock hast du halt noch nie angefangen oder schon angefangen, aber ja, bis zu einem gewissen Punkt am Anfang. Ein geiler Shooter mit einer Story dahinter, alles schön und gut. Aber
aber dass es hier zu einem regelrechten Horrorspiel mutiert, da habe ich ja so gar keine Lust drauf. Ich wollte gerade sagen, da war doch hinter mir. Houdini-Splicer? Ein Houdini-Splicer? Ja, zum Glück ist er tot. Der ist aber hoffentlich der Letzte, oder? Ich hoffe es. Hier fühle ich mich wohl. Gerade, so ein bisschen. Dieses Arcadia ist ab heute nur noch für zahlende Gäste geöffnet. Erst stellt der Mann mich ein, um einen Wald auf dem Meeresgrund zu pflanzen. Und dann sorgt er dafür, dass ein Waldspaziergang ein Luxus für Privilegierte wird. Rein fragt, sollte ein Farmer seine Nahrungsmittel nicht verkaufen dürfen? Darf ein Töpfer kein Geld mit seinen Töpfen verdienen? Ich wollte gerade anfangen, mich mit ihm zu streiten, als mir wieder einfiel, wer mein Gehalt bezahlt. Das Einzige, was schlimmer ist als ein Heuchler, ist ein arbeitsloser Heuchler. Glaub nicht, dass ich da rein muss. Warum rennen die alle weg? War das ein Grund? Okay, die Musik ist, auch wenn sie unheimlich, aber auch irgendwo beruhigend gerade. Was willst du denn? Huch! Ja, so ist es mir doch schon wieder ein bisschen angenehmer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber manchmal stirbt man halt. Okay, okay. Uwin-Station. Was für ein Ding? Keine Ahnung, was das Spiel jetzt von mir will. Aber das werden wir sicherlich gleich haben. Dieser Houdini-Heini ist da weg. Hoffentlich war das der Letzte, weil das halte ich nicht nochmal aus. Nö, nö. Napalm? Chemowerfer? Okay. Ich brauche halt gar nichts. Ich brauche andere Munition. Ja, ja. Ich hab meine Zeit nicht gestohlen, du Ungeheuer. Was ist denn hier voll mit Splice und alles? Wer summt denn jetzt hier wieder? Leck mich doch am Arsch. Kann ich das irgendwie springe ich halt drüber. Ist auch okay. Ja, okay. Ja gut. Ich müsste eigentlich noch so viele fotografieren, aber
Naja. Tod ist erstmal egal. Hauptsache mehr Schaden gegen diese Vollidioten hier. Okay. So, wer ist jetzt hier unten? Houdini der Zweite oder was? Wer pfeift denn hier? Na klar. So habe ich es am liebsten. Das hat irgendwie so Bewegungssensor jetzt oder irgendwie so was. Ich krieg hier noch. Ich krieg hier eine Rappel. Ach da! Frisst aber auch ganz schöne, ne? Mann, 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 Mann. Ach komm, jetzt aber auf. Na also. 26 sehen Dinge, die sie sonst übersehen hätten. Okay. Ich glaube, das ist passiv, oder? Wie war das? Ich glaube, die Dinger waren passiv. Gut. Finde ich sehr gut. Ach du Heilige. Oh nein. Nicht noch ein Houdini. Dieser Fuck Houdini ist gerade absolut mein Endgegner. Hacken. So, was kann ich... Ach so. Ah. Verstehe. Effizient gegen Metalle geschützte Sicherheitsrobots oder Big Daddies. Oh, panzerbrechend. Ich glaube, das für Pistole, ja, für Pistole ist das okay. Ja, aber 6 Schuss ist irgendwie, weiß ich nicht. Also das lohnt sich da hier am besten irgendwie. Ja, obwohl das aber auch nicht. Ja, ist egal. Machen wir trotzdem. Ah! Ich habe keinen Bock auf diesen Houdini. Fuck, ey. Das Geräusch gefällt mir gleich ganz und gar nicht. Ich habe einen Security Bullseye. Aber ich habe keinen anderen Bullseye. Wo ist denn das andere? Hä? Ich hatte doch. Da muss das ganze Stück wieder zurück. Ja, nee, danke. Ich hatte doch das Ding, mit dem ich da den Big Daddy. Okay, die hilft mir so ein bisschen. War. Unabsichtlich. Aber sie hilft. Boah. Ja,
Kann die Dinger nicht kaputt machen? Was die Splicer gerade machen, ist mir... Ist mir gerade so Lachs wie Hose. Weil die kann ich knacken. Ja, ja, ist doch gut. Das habe ich mir nicht ausgedacht, ja? Also, halt die Klappe. Oh. Ja, ja. Ja, bitte. So, was gibt's? Hä? Aber ich bräuchte mal... Ah, hier sind die, okay. Stärke... Winterblast. Oh mein Gott. Was soll ich denn hier nehmen? Der Winterblast, da hört sich eigentlich gut an. Weil die kannst du ja dann eigentlich... Ah, da brauche ich hier, ne? Neuen Slot, ja. Dann könnte ich den Winterblast... Funktioniert das auch gegen Daddy? Frieren Sie Ihre Gegner ein und schlagen Sie sie in 1000 Stücke. Weil ich überlege gerade, das müsste doch theoretisch dann eigentlich auch gegen Big Daddies funktionieren, oder nicht? Klar, kannst du jetzt nicht mit einem Hit und dann weg. Das wird mir dann schon klar sein. Aber ich gehe einfach mal davon aus. Kann ich jetzt einfach so mitnehmen, oder wie ist das hier eigentlich? Ach so, ja. Das dachte ich mir. Lebensleister. Was ist Technik? Mehr Gesundheit? Ich glaube, mehr Gesundheit ist auch mal gut. Zorn, ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Ein Köder brauche ich auch nicht. Ja, das ist eine nette Spielerei, aber... Machen wir weniger Eve. Das ist eigentlich gut, aber dafür bräuchte ich halt hier sowas. Damit ich halt mehr... Du... Gottverdammtes! Ich muss jetzt in die Haie, Mr. Bubbles. Ja. Wenn das so weitergeht, muss ich da auch hin. Oh. Ich hab mich so gar nicht hin. Das Ding ist halt, ich weiß halt nicht, wo dieser gottverdammte... Mach das nicht nochmal. Ist mir scheißegal, wer oder was du bist. Mach das nicht nochmal. Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken. Der Nebenwirkung. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Mann reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein dann zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig. Und wir müssen es auch sein. Idiot. Was denn noch jetzt?
Wo war denn jetzt hier noch eins? Was war das? Ja, nee, nee, nee. Bleib mal ruhig jetzt. Ich hab gar nicht so viel Panzerbrechende. Das ist gar nicht gut. Boah, du Heiliger. Das war... Also da muss man ja mal anerkennen, dass das ein guter Schuss war. Splitter, Splitter, Splitter. Hier kommt man wieder nicht rein, warum auch immer. Und glaub ja nicht, ich bestrafe unsere Bürger dafür, dass sie ein bisschen Einsatz zeigen. Wenn dir nicht gefällt, was Fontaine macht, dann schlage ich vor, du machst dir mal Gedanken, wie man ein besseres Produkt anbieten kann. Sehe ich halt genauso. Ja, ja, ich weiß von der Abriegelung der Stadt. Das ist lächerlich. Gib mir nur eine Minute. Lazarus-Tests waren sehr vielversprechend. Wenn diese Gallica-Rosen blühen, sind wir im Geschäft, Herrgott nochmal. Hey, die Abriegelung! Oh ja, gut, ich verschwinde. Aber irgendjemand muss nochmal zurückkommen und nach diesen Proben sehen. Sie sind extrem wichtig. Die werden schon wissen, was sie da machen. Also, das hier, das war da von diesen Kameras, brauche ich nicht. Ich brauche tatsächlich das. Hier brauche ich echt mehr Slots, sonst... warte mal, das ist Kampf, das ist Technik. Und das ist Körper. Gut zu wissen. Ja, gut zu wissen, dass man hier auch nicht durch kann. Na gut, dann hätte ich jetzt mal soweit hier alles. Ja, okay. Gut. Dann können wir erstmal hier weg. Keine Ahnung, also wie gesagt... Ja, haben wir uns vielleicht irgendwie... Weg frei springen oder irgendwie sowas? Nee. Ja, schwierig. Okay. Stimmt, da war ja. Okay, haben wir erkundet, ohne selig irgendwie zu sterben. Also sehr gut. Was? Warum? Ach komm, jetzt hör mal auf. Aua! Ach, da ist eine Kamera. Die habe ich gar nicht gesehen. Erstmal zurückziehen. Nase jucken und los geht's wieder. Ja. Wie diese Kameras. Ich habe die Kamera aber auch null gesehen.
Das ist so nervig. Es ist halt wirklich nervig. Weil du kannst dich ja nicht, du kannst ja nicht mal wegrennen und sagen, ja gut, ich verstecke mich irgendwo, warte bis der Alarm weg ist. Die Dinger finden dich ja trotzdem. Und das ist so ultra nervig. Als hätte ich nichts Besseres zu tun. Ist das nervig? Meine Fresse. Ist doch mal gut jetzt. Kann man denn so lästig sein als Roboter? Boah. Die ganze Munition weg. Nice. Hab ich Bock drauf. Deine Mutter ist das. Ja, klar könnte man auch hier drauf drücken, aber erfinde erstmal so ein Ding. Das bringt mir weder Zeit noch Geld. Ah, oh, er ist nervig. So, was haben wir hier? Toll. Ja, der Wert ist dann auch gleich im Keller, wenn er so weitergeht hier. Jetzt habe ich genug Geld gespart. So. Dein Maul. Bin ein bisschen angefressen gerade. Haben wir ja sonst noch irgendwo was? Wo ist denn dieser Houdini-Heini da? Na ja, klar, wenn man gerade von ihm spricht. Klar. Wo sollte er sonst sein? Ach, hätte ich das mit dem Frost probieren sollen, ob das bei denen auch funktioniert. Ach, verdammt. Na gut. Das halte ich von dir. So. Okay, können wir speichern jetzt wieder? Oder ist er wieder... Oh, er ist gescheitert. Ah, nee, wir dürfen mal speichern. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh, wir sind schon bei 28 Minuten. Holy shit! Du Ficker. Es funktioniert. Ja, gut zu wissen. Sehr, sehr gut zu wissen.